Pass auf. Die drei Typen sitzen auf dem Moped. Polizei will sie rauswinkeln, die fahren aber dran vorbei, ruft der Hinterste: Tut mir leid, wir können keinen mitnehmen, wir sind eh schon einer zu viel. Letztes Mal kam eine auf mich zu und sagte so: Hey, du siehst so gut aus, hast du abgenommen? Und habe ich echt, hast du mich gerade rückwirkend hässlich und fett genannt? Ein Reporter kommt auf den Bauernhof und will den Bauern interviewen, ne? Und dann sagt er: Ja, setz dich mal hier auf die Terrasse, der Bauer kommt gleich. Ja, und der Reporter setzt sich ein bisschen auf die Terrasse, guckt so auf das Feld. Sieht er, die Bäuerin ist am Arbeiten, auf einmal kommt der Knecht vorbei, packt der Bäuerin unterm Rock und geht weiter. Denkt er, was war das denn jetzt? Denkt er, hat sich verguckt, kommt der Knecht nochmal vorbei, packt der Bäuerin wieder unterm Rock und geht weiter. Irgendwann kommt der Bauer und sagt so: Sie wollen mich interviewen? Ja, hören Sie mal, ich will keine Unruhe reinbringen. Aber ist das normal, dass die Angestellte ihre Frau so unterm Rock packt? Ja, wissen Sie, meine Frau, die hat einen Holzmann, da ist ein Nagel, da hängt der Schlüssel vom Traktor dran. Eine Oma fährt mit dem Auto, wird von der Polizei angehalten. Und die sagen, ihr Auspuff hängt runter, kostet 30 Euro. Also das geht ja, die wollten in der Werkstatt 250. Vielleicht wisst ihr gar, ich habe mal im Porno mitgespielt. Der hieß: Guter Sex hört sich an, als ob man mit Flipflops wegrennt. Und aber ich war damals der Ehemann, der zur Arbeit fährt. Zum Beispiel eine Blondine, die kommt in eine Bücherei und sagt, sie hätte gerne große Cola, Pommes und Cheeseburger. Da sagt die Bibliothekarin, sagt so: Entschuldigung, das ist ja eine Bibliothek. Ach, sorry, hier gerne große Cola, Pommes und Schiff. Ich mache diese Witze, die mich an eine Situation erinnern. Es gibt diesen Witz, wo zwei LKW-Fahrer so auf eine Brücke zufahren. Der eine LKW-Fahrer sagt: Guck mal, die ist nur 3,80 hoch, wir sind aber 4,20. Und der andere sagt: Na und, hast du irgendwo einen Polizisten gesehen? Und das erinnert mich da immer, dass ich mal auf der Autobahn gefahren bin und es stand hinten drauf auf dem LKW: LKW-Fahrer gesucht. Da macht man sich doch Gedanken. Da fährt man mal vorbei und guckt. Aber die hatten zum Glück einen gefunden. Ich stand mal in so einer Schlange und da kam jemand rein und sagte: Ist das hier das Ende der Schlange? Und ich habe gesagt: Nee, wir stehen alle verkehrt rum, du bist dran. Aber genauso was habe ich letztes Mal gesagt. Ich stand so an der Theke in der Bäckerei und habe gesagt: Hier, das Ding da bitte. Und sie hat: Das heißt Schnecke. Okay, Schnecke, das Ding da bitte. Da kommt ein Einarmiger, kommt zum Friseur. Und kriegt so einen Lehrling. Und der Friseur, ne, macht ihm da alles fertig und schneidet ihn aus Versehen so ein bisschen in das Ohr rein, ne, und ein bisschen in die Wange, ist am Bluten, am Abtippen. Sagt: Tut mir leid, waren Sie schon öfters hier? Nee, den Arm habe ich im Krieg verloren.